Episode 6, die Rückkehr der Jedi-Ritter. Kapitel 5, Jedi-Schicksal. Während um den Todesstern herum der Kampf zwischen den imperialen Truppen und den Rebellen wütet, tritt Skywalker vor Darth Vader, seinen eigenen Vater, Anakin Skywalker. Ein Sklavenjunge auf Tatooine, ein Held der Klonkriege, der zum Lord der Sith wurde. In meiner ganzen Gleichheit fürchtete. Anakin Skywalkers Weg war tatsächlich ein finsterer. Vor seinem türkischen Meister Imperator Palpatine muss Vader nun seinen Sohn gegenübertreten und sein Schicksal zurückfordern. Das klingt doch dramatisch. Guck nicht so doof, tu was! Danke. Okay, wir sind jetzt aber der einzige Spiel, wo man auch Darth Vader spielen kann. Weil es ja im Film. Ja gut, im Film natürlich ein bisschen. Zack! Ja, du kannst deinem Vater, der in einer Beatmungsmaschine hängt, schon mal helfen, Luke, oder? Das ist ein Luke ist ja ein Arschloch. Luke ist ein Arschloch. Ah, warte, ich gehe davon aus, das gibt... Opa. Das, warte mal, das werde ich gleich erfahren. Oh, obwohl... ist das Kapitel kurz oder lang? Könnte. Obwohl bei der Lebensanzeige. Darth Vader. Klar, jetzt werden wir natürlich als Darth Vader spielen. Ja, ganz klar, Leute. Lass mein Vater in Frieden. Er kann nichts dafür. Ich habe meinem Vater zu grillen. Aber sehr schön, dass seine Beatmung, sein Anzug noch funktioniert, nachdem er das durchgeblitzt wurde. Gut gehabt. Ey! Ey, man, die sind auch in Episode 8, sind die hier auch in 8 drin? Sind die Kämpfer auch. Ja. Komm mal, wirklich einfach. Mich. Ich brauche gegen euch nicht kämpfen, wirklich einfach. Als Vater und Sohn. Als Vater und Sohn gegen Palpatine, den Hurensohn. Oh, passt doch, wie fandst du denn das? Das fand ich nicht so lustig. Oh Gott, nicht so. Oh, nicht solche Spielchen, das ist mal ganz gemein. Oh mein Gott, nicht. Danke. Achso, warte, dann machst du mal wohl gleich, ne? Oder ist das nicht hier? Achso, dann warte mal ganz. Okay. Wer darf ihn noch? Hallo! Du altes Arschloch! Kannst du mal aufhören, die mit der Beatmungsmaschine die ganze Zeit zu grillen zu wollen?
Sobald du scheiße kämpfst. Ja, ja, sehr gut. Dreh mal meinen Sohn. Bäm! In die Fresse mit dir. Musst du, hast du eigentlich eine Hohlsturmrechnung, weil du die ganze Zeit blitzt? Aha. Ey, ich bin voll gut, Alter. Ich bin voll der gute Junge. Boah. Da bin ich echt gut erwischt. Alter, ist heute verpiss mich Tag oder was? Ja, da nicht und dreckig, sondern komm her. So, jetzt haben wir beide Welle. Was lasst denn die ganze Zeit so gehässig? Danke, dass du deinem Vater die ganze Zeit beatmet wird, aber mal allein lässt. Das ist sehr nett von dir. Und schließlich wieder verreckt. Das ist sehr nett. Danke. Danke, Luke. Wirklich 10 von 10. Ah ja, Luke, jetzt brauchst du auch nicht mehr kommen, du Arschloch. Ganz ehrlich, ja. Danke. Danke, du Arschloch. Ja, ganz ehrlich, jetzt kannst du dich halt ausschminken, ne? Waren ja nicht böse, aber... Jetzt kannst du es ja ausschminken. Ich habe mal random irgendwo hingehauen, dachte so, das klappt bestimmt. So. Was lachst du eigentlich die ganze Zeit? Geht die ganze Zeit auf die Fresse oder stehst du drauf? Ja, kann er sagen. Vielleicht gibt es ja Menschen, die darauf stehen, geschlagen zu werden im Lederschwert. Ich würde darauf jetzt nicht so abfahren. Oh, tschüss, ne? Guten Flug! Tot. Also. Okay. Ja, okay, auf jeden Fall. Das nächste wird jetzt immer auch schnell gehen. Also ich glaube, wir haben jetzt die langen Kapitel gehabt, 1 bis 3. Und 4, 5 und 6 sind so jetzt die schnellen Dinger. Aber okay. Ja gut, dass ich da Darth Vader spiele, war klar. Also, das ist ja die einzige Möglichkeit, Darth Vader mal zu spielen. Obwohl, ist auch egal, ne? Ob du in Lava Luke spielst, ist jetzt hier keine Kräfteunterschiede. Gibt es nicht. Kapitel 6, die Rückkehr der Jedi-Ritter, denn die werden immer fitter. Episode 6, Kapitel 6, in den Todesstern. Mit der Hilfe der Ewoks ist es den Rebellen endlich gelungen, den Schildgenerator des Todessterns auf Endor zu zerstören. Im Himmel über ihnen steht die Rebellenflotte unter schweren Beschuss durch imperiale Schiffe und den Todesstern selbst. Viele ihrer Schiffe wurden zerstört. Doch nun kann General Lando Calrissian den letzten Angriff auf die absolute Waffe des Imperiums beginnen und den rasenden Falken tief in sein inneres Herz, finsteres Herz steuern. Okay.
Also, okay. Nein. Glück gehabt. Ich muss also, okay. Ich dachte immer viel von selber. Eben irgendwie, neben der Spur. Irgendwie war ich eben auf dem Pool von selber fliegt, warum auch immer. Das war bis jetzt noch nie der Fall, aber irgendwie mein Hirn dachte eben, hey, der fliegt doch von selbst. Mal gucken, wie die Mission wird. Sehr schön. Ist ja gleich. Auf den Todesstern. Ah ne, das geht nicht. Was will das Spiel? Kann ich hier nicht fliegen? Aber tief fliegen kann ich nicht. Ja, das will das Spiel von mir. Na, das Ding, ja. Aber so muss ich auch halt suchen, ne, mit der Kameraführung. Also diese Fliegmission. Gut, dann muss das bitte jetzt weitergehen, oder? Und dann noch immer hinzugehen. Ah ne. Oh Gott. Oh nein, nicht hier. Oh, nicht hier so ein Mist. Oh, ich sehe doch nicht mal was. Ja, danke. Ja, das ist ja du, was ich nicht sehe. Das war toll. Die Effekte sind so krass. Ich sehe nichts. Juhu. Nice. Den mag ich. Ich liebe es, im Spiel nichts zu sehen. Das ist ja mein Lieblingsstück. Er will denn schon was sehen können, ne? Gehen wir damit halt total überwältigt. Yep, nice, danke. Und weiter geht's. Auf Roboter, also da natürlich hat das noch einen Höhlgenerator. Ah ja, klar. Natürlich auch mit 4, weil dann muss ich Zimmer fliegen. Juhu! Eine Flugmission ist lustig. Lalala, wohl 4 gehen, ne? Ja. Ernsthaft? Oh. Ja, nee, ist klar. Ich komm bitte alle an, dass sie nicht... Ja, mit meinen Dingern noch abknallen können. Ich kann mal fliegen, doch. Jetzt nehmen wir das Herz. Oh, Leute, das ist doch eine Scheißsteuerung.
Am Ende nur zwei, nur zwei getroffen. Oh Leute. Oh Leute. Ja, es ist so klar gewesen. Ja. Ja, natürlich bin ich da, bin ich wieder tot. Ach Leute. Jetzt da, die blöde. Blöde. Treff bitte, danke. Schön sadistisch. Also man kann ja, also man kann auch so machen. Irgendwie, dann geht das auch irgendwie, oder wie? Ah, okay. Arschloch. Ah ja, ist der einzige. Einfach aus Prinzip einmal Schaden machen. Was? 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 Oh nö, jetzt macht nicht so eine Scheiße. Oh nein, jetzt bauen wir so ein Mist da ein. Oh Leute. Ich hasse Flugmissionen so sehr in den Spielen. Ich glaube, die sind so scheiße. Die machen mir halt so keinen Bock. Man kann den ganzen Mistweg zu. Oh wow. Jetzt kriegen die das nicht auf die Reihe, ne? So eine nützliche Flugmission zu machen, was nicht mal so schlimm ist. Aber dann sagen die ja noch, hey, wir haben eine Challenge. Viel Spaß damit. Und dann darfst du auch nur drei mitnehmen, weil vier oder so wäre eine Scheiße. Oder, ja, dann spawnt mir bitte gerne Gegner, die packt ja wieder Gegner in die Fresse. Das ist geil. Ja, danke. Jetzt kann ich nochmal zurückfliegen. Oh, lol. Oh, nee, warte, ich hab's wieder. Oh, ich hab mich schon durch, ja. So, ein bisschen so, ein bisschen so. Und wir haben, oh ja, ich bin ganz neue. Ja. Warum trifft es denn nicht? Ich stand davor. Jetzt. Was denn? Ey, das ist doch nicht dein Ernst jetzt. Alter. Alter, wer macht denn so einen Müll? Das kann auch gar nicht, ist doch unlogisch. Ich stand davor. Nein, weil das Ding irgendwie auf einmal eine Umkreisung machen muss. Ey, das ist. Oh, wie ich mich in der Müllmission mal aufregen kann, ne? Und Gott ruhe. Also, die ist auch scheiße. Also, Entschuldigung, aber die ist halt echt scheiße. Die hat ja Spaß gemacht. Und die anderen Dinger waren auch geil. Und Episode 3 war. Episode 3 war deutlich schwerer. Ein bisschen weniger Flow. Aber die waren halt okay, in Ordnung, ein bisschen schwerer. Aber die hat ja gar keinen Flow. Die ist ja echt. Oh, es ist. Ich glaube, es ist die mieseste. Ja, oh. Ist die mistig. Ja. Oh, ist die scheiße. Naja. Ja. Und warum muss es bitte so eine. So ein Hin und Her in den Alltag da geben? Warum? Ja, wow, jetzt wollen wir das Ding weg. Ja, komm. Das ja, das soll ja der Todesstern sein, dann soll ja bestimmt sein, hey, guck mal, wie geil der Wacht ist. Da hat man jetzt dagegen, dass man das so macht. Wenn man, wenn der vernünftige Stern dahinter ist, kann man von mir aus auch das so machen. Oh, Alter, bin ich nicht so. Wo kriegen wir noch nie ein Dinger her? Ich denke hier irgendwo. Nee, oder? Nee. Ich muss zurückfliegen. Oh. Was war denn das jetzt? Ich muss jetzt hier schon Plätze zurückfliegen, dann bin ich da noch rein. Oh, Leute. Oh, die Leute, die regt mich gerade auf, die Menschen, Alter, die regt mich so auf. Immer zwei mit. Und ich habe noch ein Leben, das heißt, gleich schießt mich mein Tod. Jetzt hört da mal auf mich zu schießen, bitte! Ey, jetzt ist doch so nervig. Oh, die ganze Zeit, ja, A-Druck und wieder was. Man macht ja auch komisch da hinten auf einmal, okay. Wo ist das?
Ach, wow, für so einen blöden. Na gut. Was? Ich brauche dafür eins. Nein, ich habe da keine Lust drauf, zurückzufliegen. Nochmal. Alter, ist die Alter. Na, weil es so ein behindertes Lego-Teil. Wer braucht das denn? Kein Mensch. Braucht das. Kein Mensch. Ja, tötet mich, komm, tötet mich. Ey, ihr blöden Wichser, jetzt. Oh, Alter, jetzt kill mich doch. Oh, danke. Also, willst du gekillt? Also, willst du nicht gekillt werden, ne? Schieß nicht tausendmal ab. Willst du gekillt werden? Wieder nichts alles. Und wieder zurück. Juhu. Juhu. Und ich hab noch ein Leben. Juhu. Cool. Das macht die Mission gleich spannender. Ist damit ein bisschen abgeschlossen? Bestimmt. Och nee. Oh nee. Nee. Nee, Leute. Oh Gott. Boah. Okay, wenn es so lange so geht, geht das noch. Ja, okay, egal. Ja, aber raus. Ja, wie soll ich das nicht sehen? Von dieser, boah, das blendet. Ja, warte, was ist jetzt los? Oh, ja. Ist easy, gar nichts mehr. Okay. Mhm. Die ist toll, die Mission. Also echt, die ist geil. Macht Spaß. Was, ey, das macht echt Laune. Ja, wenn wir sie beschießen, dann wäre das aber. Oh, Alter, zum Glück muss ich den Scheiß mit 1000 nochmal machen. Oh, nee, ich lasse doch da raus, bitte. Ich hab einmal nicht, okay. Endlich. Und dann hier Torpedos, ja geil. Ja, endlich. Also, aber das habe ich mir schon mal gewünscht. Boah, Alter, nee, die Mission, nee, die ist nicht meins, danke.
Ja, wir haben es geschafft. Nice. Und das war's dann mit dem Let's Play von Lego Star Wars. Jetzt lassen wir auch durchlaufen. Wir haben es geschafft und ich muss sagen, das Game hat mir doch im Großen und Ganzen sehr viel Spaß gemacht. Also bis auf die Fluglevel, nee, das war nicht meins. Also bis auf die ein paar Fluglevel gab es schon, die waren ganz cool. Aber die meisten waren echt nicht meins. Aber sonst muss ich sagen, hat mir das Game doch... War okay. Hat mir Spaß gemacht. Weil, klar, wenn man von Lego Batman 2 die Superheroes kommt, auf das natürlich, hier merkt man, das ist älter. Aber dennoch hat es einen Charme gehabt. Ne? Ich habe jetzt auch das gesagt, ein kleiner Liebesbrief auch an die, finde ich schon, an die alten Filme. Das ist bei 4, 5 und 6. Ich habe sehr Darth Vader sehr genossen in dieser Lego-Optik. Da hat eine sehr, sehr schöne, charmante Szene drin. Ne? Und hat auch Spaß gemacht. Nur manchmal ist es dann halt auch schon echt nervig, ne, mit dem Fliegen. Es war nicht meins, aber kann nur so ein, ja, der eine mag's ja nicht. Ich mochte doch eher das, wie das dann in nachher in Lego Batman umgesetzt wurde. Aber ich bin allgemein nicht so ein Flugfan. Vielleicht liegt es auch dann da noch mehr dran, dass ich, ja, ne, nicht so ein Fan davon bin. Aber sonst kann ich sagen, war nice, hat mir Spaß gemacht. Bleibt hier und da mal kurz gehakt, immer mal wieder, aber es kann auch im Alter des Spiels liegen. Ja, aber sonst war ganz witzig, war echt lustig. Doch, und war mal eine schöne Episode. War jetzt, die war ja am schwersten, sonst ging das ja eigentlich, ne? Sonst kamen wir ja relativ gut durch. Wie mit Lego weitergeht, ob dann gleich morgen ein neues Lego-Spiel kommt, das weiß ich noch nicht. Dabei bei DC Super Heroes hatten wir es ja dann so, dass das weiterging. Ich weiß es noch nicht, ich muss mal gucken. Da will ich jetzt auch noch nichts sagen zu. Ihr seht das dann ja, wenn ja morgen ein Lego-Spiel um 12 Uhr kommt oder nicht. Oder für einen Tag später. Ja, wir sehen das. So, wir sehen das und insofern, ja, mal gucken. Also wir sehen das dann, ob dann ein... Ich habe schon ein Lego-Spiel installiert, was ich mir vorstellen könnte. Und wenn ich gerne machen würde. Ja, aber mal gucken. Ich will jetzt noch nicht zu viel zu sagen. Wir sehen dann, wir schauen dann, ob es dann so weitergeht. Weil es auch immer eine Zeitsache ist, ne? Man darf es auch bei solchen Lego-Spielen nicht fair... Nicht unterschätzen, nämlich wie viel Zeit das kostet, nämlich diese Dinge aufzunehmen. Man muss sie rendern, ich muss sie schneiden, rendern, Thumbnailen und so. Ne, das ist, kostet ja mehr Zeit als einfach nur kurz wegzudaddeln. Und wir haben noch andere Spiele. Kena läuft, Heavy Rain, obwohl Heavy Rain auch bald, glaube ich, durch sein müsste. Bei Far Cry 6 weiß ich das ehrlich gesagt, obwohl dann wir auch relativ, obwohl haben wir noch drei Bösewichte. Ne, ja, Far Cry wird ein bisschen dauern. Ich glaube, Far Cry 6 wird noch ein bisschen uns begleiten, glaube ich, noch ein bisschen. Aber auch nicht mehr allzu lange, oder? Ja, es wird auf jeden Fall kein 300-Folgen-EP. Aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wir die 100 Folgen knacken. Ja, obwohl, ja. Ja, doch, können wir gut vorstellen. Ja. Sonst muss ich sagen, war nice. War nett. Hat echt Spaß gemacht. Ja. Deswegen würde ich aber sagen, ich danke für die Unterstützung. Danke für alles. Also tschüss und für die ganzen Aufrufe, Likes und so und Kommentare. Vielen, vielen Dank dafür. Abos natürlich auch und jegliche Art der Unterstützung. Vielen, vielen Dank. Freut mich und die... Ja, wir sehen dann, was als nächstes kommt. Ne? Ob dann laufen ist, wenn noch Shadow kommt, offen und GTA 3, das wird dann ja auch noch beendet werden. GTA 3 ist auch eigentlich bald zu Ende. Deswegen mal gucken, wer das jetzt mit dem mache. Ich muss mal gucken. Ja. Aber wir werden da ich werde da schon was finden. Videos kommen auf jeden Fall. Ne, Marvel haben wir auch noch, gerade die Galaxy, was richtig Bock macht. Ich habe 3,5 Stunden letztens aufgenommen. Ja, 8 Folgen, 3,5 Stunden. Wow, voll geil. Boah, so ein geiles Game. Spielt es. Ja. Und ja, nachher werde ich dann auch Far Cry 6 noch aufnehmen. Insofern, ja.
Das mit dem Schneiden schicken. Meine einerseits hätte ich schon Bock, dass wir da ein Lego-Spiel machen. Aber, ne, Bock und in Realität ist ja auch ein bisschen was anderes. Hiromi Okamoto, ja geil. Clan of Shadows on Befallen, okay. Okay. Gut, Leute. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für alles. Vielen Dank für die ganze Unterstützung. Und wir sehen uns beim nächsten LP wieder oder beim laufenden LP. Vielen Dank. Ich bin raus. Euer Pyrus. Tschüssi. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Prozent. 36%.